Hallöchen und willkommen zurück zu Dark Souls 2 und yeah, nachdem wir in der letzten Folge ein paar Mal richtig gefailt haben. Oh, ich könnte immer noch kotzen, wirklich. Gehen wir jetzt nochmal hier runter. Ich hoffe, der Echsen-Loot ist noch da. Also beim alten Dark Souls, glaube ich, also da hatte man ja Auto-Loot, deswegen... Ah, ich dachte, die Ratte wäre weg. War da alles okay, aber jetzt hier weiß ich nicht, wie es ist und dann schauen wir mal. Oh. Double Drop. Spielst du gerade hier, Speedrun. Speedrun. Dieses Toad... das ist der andere Loot. Bitte sei noch da. Oder hoffentlich ist die Ex wenigstens wieder da, oder was weiß ich. Wäre so schön. Aber ich glaube, wir haben kein Glück damit, ehrlich. Nee, keine Exe. Wieso, die Exe siehst du nicht von da? Doch. Doch, die sieht man von hier. Ist dann nicht mehr. Oh Mann. Und der Loot ist auch weg. Oh Mann. So zum Heulen, wirklich. Ah. Hast du nicht auch einen Jump gemacht, hast du? Ja, hätte ich. Jetzt heil dich. Voll weiter, Mann. Scheiße, echt. Das ist doch zum Kotzen. Und so gefreut noch, dass die Echse tot waren. Ja. Oh Mann, ey. So, jetzt probiere ich mal dahin zu springen. Oh. Scheiße. Pass auf, trink. Einer kommt. Ich glaube, du kannst aber... Also du kannst... Oh, okay, das ist alles gut. Wenn du das hinkriegst... Boah. Ja, nice. Oh, ey, das ärgert mich so krass mit der Echse. Nein! Ich hoffe nur, ganz ehrlich... Dass es nichts Wichtiges war jetzt. Also es kann ja nur irgendwas Wichtiges gewesen sein. Aber nee. Naja. Kohleartiges Harz. Ich glaube, davon haben wir auch schon eins. Achso, jetzt geschehen ist geschehen. Ja, so ist das Spiel, ne? Ja. Finsternis voraus. Oh, da hinten habe ich irgendwas gesehen. Einfach fies manchmal. Hier wird's wohl dunkel. Oder wollen wir erst auf die andere Seite? Ja, erst auf die andere Seite. Erst auf die andere Seite? Ja. War das dumm auch einfach? Wäre ich nur ein bisschen geduldiger gewesen. Hinterteil? Oder Rückzug? Bitte was? Kommt jetzt... Oh, große Heilung. Ein Wunder. Ach ja, genau. Wir haben ja noch ein Wunder gefunden, fällt mir gerade ein. Guck dir das gerade mal an, wie viel das braucht. Bitte. Wo kann ich denn das gucken? Ja, hier. Da genau. Oh. Da. Links. Da. Die gewaltige Wucht oder so hatten wir aufgehoben. Explosive Wucht. Da. Oh, 20 Wille braucht es. So viel haben wir natürlich. 12 haben wir jetzt gerade. Ja. Ne? Ja. Mhm. Ja, cool, aber die brauchen wir auf jeden Fall mal irgendwann. Ja, da fehlt leider noch. Oh, wie sind die denn alle gestorben? Ach, bei den Explosionstypen bestimmt. Ja, oder? Es kommt jetzt halt noch jemand. Oh, da war er schon tot. Hm. Ja, hier sind einige Blutflecke. Mann, ey. Das Spiel ist echt so knallhart, wenn es um sowas geht. Wieder hier? Ah ja, jetzt endlich, sind wir bei der Leiter. Cool, guck, ja. Da kommt man doch von oben. Ja. Ach nee, das ist woanders. Oh ja, das ist woanders. Ganz anders. Zack. Und weg bist du, jetzt kommst du da nicht mehr hoch. Ja, das stimmt. Aber ich ging ja eh nicht weiter. Nee. Oh, mal ein bisschen gucken. Aber hier ist nichts. Scheint zumindest nicht so zu sein. Na? Cool. Immer gut. Menschenbild immer gut. Hier brauchst du einen Jump. Oder zumindest eine Rolle. Hier ist auch die FPS wieder megamäßig unterwegs. Ja, wieder viel besser. Hier. Hä? Hier geht's wieder. Nach wieder hier? Hoch. Und hier ist nix. Guck mal in die Wand oder so. Nee? Nö. Aber, das, also ich meine, das Lustige ist irgendwie, eigentlich machen die selten was komplett ohne Sinn dahin, die Entwickler. Aber manchmal machen sie es dann doch, um einen einfach zu verarschen. Mhm. Man weiß halt nie. Ja.
kleiner Lebensstein. Hurra für Stille, ja. Ich will hier raus. Und dann halte ich es nicht aus. Auch bei 38 sind wir plötzlich. Das ist hart. Was ist das hier überhaupt für ein... Weißt du, was das ist? Level schon wieder. Das ist, Light Town. Alter, da hast du echt Glück. Also rutschen, ohne zu gucken, ist auch nicht mehr so cool anscheinend. Zeichen des Grolls. Oh, das kriegt man, wenn man einen PvP-Gegner besiegt. Das hatte ich schon mal ausprobiert, ein bisschen PvP gemacht. Off-Cam natürlich. Und das kriegt man immer, wenn man einen besiegt. Der Beweis für Sieg über andere Herrscher. Aha, und jetzt also, findet man es hier einfach. Ja, wenn man es hier findet, also meistens sind es auch Hinweise darauf, was das alles hier ist und so. Und das glaube ich dann, dass der Rattenkönig... Was das, mit PvP mit, zu tun hat? Ja, und dass man quasi da die roten geborstenen Augäpfel finden kann. Schätzt du dieses Grummeln? Schätze ich jetzt mal so. Ja, das hört sich nicht cool an. Ist auf einmal so dunkel geworden. Ja, richtig dunkel. Vielleicht brauchst du hier eine Fackel. So, ja, wir haben leider keine angebracht. Das Loch. Einfach auf nur jeden das Loch. Fall braucht man hier eine Fackel. Ja, und was da ist da lang geflogen? Gift geflogen, ey. Ja, ne? Eine Giftfalle oder so. Da, mach mal. Ach, das schießen irgendwelche von unten. Das ist wirklich hier wie in Blight Town. Ja. Oh nein. Das ist genau Blight Town. Nein, ich mag das Level jetzt schon nicht mehr. Vergiftet. Vergiftet. Herzlich Boah, wie krass das Gift ist. Nimm schnell so ein Ding. Nimm schnell so ein Ding. Wir haben's. Glückwunsch. 4 Stück haben wir. Gut. Aber und jetzt halt dein Schild, ja. Oh Mann. Ja, durchs Loch droppen lassen oder hier lang? Oh nee, ist gar kein richtiges Loch. Und da ist jemand gestorben. Scheiße, es ist echt stockfinster da unten drunter. Mann. Hier auch. Wieso lässt sich überhaupt droppen? Da hinten war doch noch was. Nee, da war nichts mehr. Doch, da ging es noch weiter auf jeden Fall ein Stück. Oh! Oh! Nee! Ich weiß jetzt schon, dieses Level wird so hardcore. Ja, es ist so mies einfach. So typisch wieder. Es sah wirklich stabil aus diesmal, muss man sagen. Ey. Also da. Naja, also. Also es sah aus wie das andere, hätte vielleicht. Fand ich. Aber das mit der Echse, ich krieg's nicht mehr aus meinem Kopf gerade. Ich glaube, ich muss mir eine scheuern. Naja. Also die hätte halt im besten Fall irgendwie 2 Scherben gehabt oder so. Ja, aber vielleicht sogar 2 große, wie du es gesagt hast. Ja, gut, dann... Es ist dann halt ein Waffen-Upgrade oder manchmal braucht man dann ja auch 3 große Scherben. Oh, noch nicht mal ein ganzes Waffen-Upgrade oder weniger. Oder so ein Blutungsstein oder was weiß ich. Ja. Alles wäre cool gewesen. Alles wäre cool gewesen. Aber es ist naja. Nichts, was spielentscheidend ist. Nee. Es ist nur was für den perfekten Bild vielleicht. Ja. Der ist halt jetzt... Der ist eh unerreichbar. Der ist eh unerreichbar, wenn man es das erste Mal durchspielt. Das stimmt. Ja. Oh, da hatte ich wirklich knapp. So ein Glück. Pures Glück. Hallo? Ja. Aber ich habe jetzt auch nochmal einen Versuch. Oh Mann, ich hätte wenigstens mal zum ersten Leuchtfeuer in dem Scheißloch schaffen sollen. Boah, Alter, ich muss echt auch diesen Sprung da machen. Jetzt musst du nämlich wieder an diesen explosiven Viechern vorbei. Ah, stimmt. Das nervt mich jetzt schon. Ich muss sogar hier noch einen Trank nehmen. Weil ich... Nee, geht ja, nicht ist so komisch, richtig. Ne? Der springt da nicht ab an der Stelle. Das ging mir eben auch so. Gott, die töten mich doch wieder. Du musst einfach gar nicht so viel laufen. Und vor allem nicht im Wasser stehen. Oh Gott. Okay, das hat doch geklappt. Musst eigentlich nur warten, bis sie da sind und dich dann rollen. Ja, aber weißt du, was das Miese ist? Man denkt, man wird trotzdem getroffen, weil das Pad vibriert immer noch nach. Ne? Ja, in dem Moment, wo es explodiert. Ja, genau. Man kann auch einfach wegrennen. So, das war's schon, oder? Ja. Ja. Dann ab ins Loch. Ab ins Loch. Und hoffentlich breche ich nicht irgendwo ab. Oh Mann, das nochmal alles runter. Ja, wie da das nervt, ey. Da muss ja direkt ein Leuchtfeuer ja, sein. Ja, da ist eigentlich. Bestimmt eins. Ach, guck mal, so kommt man halt ein bisschen schneller hier hin, ne? Stimmt, ja. Warum auch immer? Es gibt halt 2 Wege. Guck mal, da kannst du dich auch droppen lassen, oder? Diese kleinen Mini-Dinge.
Warte mal. Check das mal. Ja, kein Schaden. Okay. Aber hier geht's schon wieder nicht. Das haben sie blöd gemacht, finde ich. Kannst du drüber springen, oder? Ich hab's gerade versucht mit einer Rolle, aber es ging nicht. Aber springen ist ja auch was anderes. Ja, aber nur der macht so einen kleinen Jump. Ich glaube, es hätte nichts gemacht. Aber ja, ich kann es mal ausprobieren, wenn wir nochmal an so eine Situation kommen. Ich finde es auf jeden Fall nervig, weil das ging beim alten Dark Souls einfach, dass man sich dann halt durchrollen konnte oder irgendwie dran vorbei oder so. Ist halt nur so eine Kleinigkeit, also von daher ist jetzt auch nicht so wild. Aber gut, hier. Wo geht's lang? Da, ab ins Loch. Loch. Ab ins Loch. Ich meine, wir hätten auch eine Fackel anzünden können jetzt, ne? Ah, Mist, eben da oben, ja. Ja. War da noch was? Guck mal, da ist ein Nebel schon mal. Ja, aber ganz in der Ferne irgendwo. Fuck, ey, die vergiften einen echt fast mit einem Mal. Aber wo geht's denn da jetzt noch weiter? Das meinte ich nur. Nur hier, das hier außenrum. Vielleicht liegt da halt noch was, weil es so dunkel ja, aber war. Das, da ein Item hätte man ja leuchten sehen, deswegen. Oh mein Gott. Ja, jetzt ist der Boden ja da schon weggebrochen. Ja, glücklicherweise. Aber ich glaube nicht, dass es der letzte Boden war, der hier uns unter den Füßen wegbricht. Da sollst du vielleicht nicht hin. Das sieht wieder so aus. Aber wo soll ich denn sonst hin? Guck mal da aus der Seite hier raus. Ja. Sieht schlecht aus. Da. Ein Jump machen. Ach, da geht's auf den Stein. Erstmal. Fuck you. Von wo kam das? Von wo kam das? Guck mal, die Wand. Da läuft krass was runter. Ekelhafter Schleim. Oder Wasser einfach nur. Man weiß es nicht. Ghostbusters-Schleim. So. Ja, da, oder? Hörst du dieses Herzpochen? Ja. Ekelhaft, oder? Es wumst und wabert. Als würde hier alles leben. Was hat er gemacht? Ich glaube, du musst dich da droppen lassen. Ach nee, guck mal, wo er sich droppen lässt. Genau. Ja, ja, genau. Ah ja, er lässt sich ja droppen. Nee, er springt sogar. Oh, er springt voll dran vorbei. Er ist drüber hinausgesprungen, hast du gesehen? Ja, aber es sah so aus, als hätte er es erst überlebt. Ne? Ja, ja, ja. Ich glaube, ich muss hier nur eine Rolle machen, so wie das aussieht. Ja. Oder auch ganz knapp nicht. Ganz knapp nur eine Rolle. Ja. Was ist das hier? Das ist eine Fackel. Stimmt. Eine Mist, ey. Da ist ein Feuer. Achtung, aber nicht einfach hingehen. Das sieht so aus, als ob da ein Boden... Oh. Ja. Aber da kannst du drüber. Ja, aber du musst zum Feuer. Wie, ich muss zum Feuer? Da ist das Feuer. Okay, hier ist alles safe. Hier sind Leute gestorben. Nicht in die Mitte, nicht in die Mitte. Nicht... Ah doch, er ist drüber gelaufen. Okay. Ab zum Feuer. Ich hab's. Sehr nice. Da kannst du eine Fackel anstecken am Feuer. Ja. Machen wir auch mal, ja. Okay, jetzt habe ich mich mal aufgefüllt, lieber. So. Aber da müssen wir uns echt beeilen jetzt. Oh, krass. Renn mal rüber und steck direkt die erste an. Da kannst du eine anstecken. Hier ist ein Item drin. Jauche-Küchlein. Jawohl, da gibt's sie wieder. Ey, aber wie krass, oder? Das ist ja echt hier, vielleicht ist es ja einfach Bleitown. Ja. Ja? Aber die heißt ja das Loch einfach nur. Stimmt. Boah, wie krass. Hier ist auch alles aus Knochen gebaut. Ja, hier, verschwende nicht die Fackel. Zack, zack. Hey, jetzt bleib mal locker, Mann. Ja, es waren echt nur noch 20 Minuten gerade, ja, oder? Ja, ich weiß, aber hier finden wir doch auch noch Fackeln 100 pro. Ja, aber ich glaube, das ist nicht das einzige Level, was so ist. Hier war erstmal eine Nachricht und dann geht's mal. Okay, den hab ich. Erstmal drei von denen. Ach du Scheiße. Ein Monstervieh. Aber das Herzpochen hat aufgehört. Nur, was macht dieses Monstervieh? Es läuft da lang, lass es doch. Ja, lass es doch. Ist doch da gut. Da musst du einen Jump machen, wie es aussieht. Erstmal die Fackel noch anmachen, genau, cool. So, ist an. Und jetzt? Jump, über die Ecke da. Darüber. Okay, ich vertraue dir. Ma
war vielleicht nicht so klug, jetzt die Fackel auszumachen. Ja, jetzt musst du halt wieder eine Stelle finden, wo du sie anmachen kannst. Vorsicht vor Geschoss. Deshalb versucht angreifen. Scheiße, hätte ich sie nicht ausgemacht. Okay. Einem Geschoss bin ich ausgewichen. Noch einem. Und dem nicht. Du sollst auch andere versuchen. Vielleicht hören die ja gar nicht mehr damit auf. Weißt du, die Dinger sind es. Ja. Ach so. Scheiße. Ich glaube nicht, dass das die Dinger sind irgendwie. Nee. Nee, ich glaube, es kommt irgendwie aus der Wand. Guck. Verschlossen. Scheiße. Boah. Guck, das kommt von irgendwoher. Einfach so aus dem Level. Aus der Wand. Aus dem Loch einfach. Das Loch spuckt hier rum. Sind wir davon? Also von da kamen wir. Ja. Ja. Scheiße, echt. Das war so dumm mit der Fackel. Da droppen lassen? Vielleicht? Scheint so, oder? Ja, du musst er mal fällt doch hier runter, ja. Ich höre wieder so ein Herzpochen und das Vieh. Aber was gibt's hier noch? Doch, die Figuren. Nee. Oh shit, ich bin schon wieder vergiftet. Oh Gott. Oh nein, jetzt sind sie alle leer gleich. Eins haben wir noch. Du gehst schon wieder so inflationär mit allem um. Was soll ich denn machen? Die sterben lassen. Gute Wahl. Blutfleck. Shit, der ist da runtergefallen, hatte eine Fackel in der Hand, aber wenigstens. Boah, ich stell dir einfach vor, du hättest die Moosklumpen nicht. Ja. Ja, das kannst du dir ja gleich vorstellen, wenn wir wirklich keine mehr haben. Ja, genau, so ist es dann nämlich mal wieder. Ja gut, aber ist doch trotzdem dumm, keinen zu nehmen, wenn man vergiftet ist. Ja, aber wenn man sich halt noch gar nicht auskennt in dem Level, finde ich. So, los geht's. Ist doch cooler, die dann Findest zu haben für den, Pyromantieflamme. Für den Perfect Run, weißt du? Hast du gesehen? Ja. Und faules Harz. Können wir jetzt Pyromantie machen? Ne, das war nur ein Skill, ne? Oder? Ja. Findest du eine Pyromantieflamme? Brauchen immer noch die Pyrohand. Und da ist das Schwein. Oh Gott. Und es hört sich an, als wäre da noch irgendwas. Was nicht mir freundlich. Da ist es ja. Gar nicht so aufgefallen, der Kerl. Okay, da ist es ein totes Schwein. Erinnert mich an die Folge 2. Und tote Schweine. Hier sieht es wieder so gefährlich aus. Da ist auch was gedroppt, oder? Ja, nee, der Typ hat sich bewegt. Irgendwas ist gedroppt, glaube ich auch. Ja, okay, er kämpft einfach. Da! Ja, ja, das meinte ich ja. Mach's gut. Noch was gedroppt. Ey, wie ist hier ohne Scheiß? Hier sieht's doch überall so aus, als ist es gleich vorbei, oder? Mhm. Mit dem Level. Hat er versucht, hier rüber springen. Oh. Oh Gott. Da sehe ich noch ein Item scheinbar. Und jetzt? Hast du eine Idee? Ja, guck dich nochmal um. Lauf mal den ganzen Rand ab. Man kann bestimmt wieder in eine Richtung springen, könnte ich mir vorstellen. Oh, guck mal. Lustig. Konnte ich die schon mal wegräumen? Okay.
Ja, eher in der gegenüberliegenden Ecke. Was macht er hier? Nix. Oh ja, hier. Ja. Okay, cool. Ich dachte, ich hab gleich das nächste Leuchtfeuer, dann ist alles wieder gut. Die vergiften dich jetzt erstmal wieder, oder? Viecher da. Vorsicht vor Monster? Nee, doch nicht. Vorsicht vor Vorstoß, stand da gerade. Da. Oh nein! Was war das denn? Der macht nur so eine Wuchtexplosion scheinbar. Ja. Das hat mich krass gestunt. Ja. Ich glaube, das war genau das, was ich meinte, was die Ratten einem nur noch verpasst haben, weißt du? Und ja. Das hat uns jetzt die Leiste einfach voll gemacht, denke ich sein. Mal. Bin mir natürlich nicht sicher. Aber hier habe ich echt Angst gerade. Ich will auch echt das nächste Feuer, deswegen bin ich mal gerade ganz vorsichtig. Oh. Das Vieh. Kein Next Step. Und das ist halt auch sowas von... Oh, und jetzt gehst du auf die Brücke. Da, ist gemacht wieder, dreht sich wieder um. Da ist noch ein... Ja, ist cool, dass es sich wieder umdreht. Ist ja echt cool. Jetzt dreht es aber wieder um, oder? Nee. Nee, aber es hat sofort die Akku wieder verloren. Was hat mir da gerade so viel Schaden gemacht? Hä? Und von hinten ist einer getroppt. Was passiert was denn jetzt hier? Was macht denn das für so... Also was war denn das für ein Geräusch gerade? Rübsgeräusch. Oh Gott, ich habe aber keine Wahl jetzt hier, als hier einfach zu kämpfen erstmal. Okay. Und jetzt tut mir ja leid, Benny. Aber so einer muss jetzt mal rein. Ich höre sie überall laufen. Da. Guck, ey, das gibt's doch nicht, oder? Die hören ja nicht mehr auf. Ja, aber man gut. Übersieht die halt auch oft. Die laufen dir vielleicht auch hinterher die ganze Zeit. Ja, das kann sein. Ey. Da! Du darfst ihn auch nicht berühren vielleicht oder scheint so. Scheint so, gell? Ja? Ganz komischer Typ. Also beim Umdrehen macht er dir schon Schaden. Ja. Aber der hat auch so einen kurzen Hieb ja. gemacht. Ja. Weiß es nicht. Nein! Oh. Schnell weg hier. Will nicht wieder vergiftet werden. Einen noch, hä? Ich glaube echt, gleich haben wir es, oder? Ich glaube nicht. Nee? Nee, ich glaube nicht. Und du willst auch nicht, dass ich noch eins einsetze? Nee, du hast noch zu viel Leben gerade. Nee, das stimmt nicht. Ich habe noch die Hälfte. Ja, siehst du? Es füllt mehr als die Hälfte auf. Meinst du? Okay. Dann mal weiter. Guck, weil wir sind schon... Oh Gott. Und da bin ich vergiftet. Sorry, aber es muss einfach sein. Ist einfach zu dumm jetzt hier... nochmal alles zu machen. Ja, ich finde halt, so viel war es noch nicht, wenn man es dann mal kennt, weißt du? Wenn du gleich nochmal da durchrennst, bist du in 3 Minuten wieder an der Stelle. Glaube ich nicht. Doch, doch. Das war schon mehr. So. Guck mal, wie langsam du dich gerade halt vorarbeitest. Ja, hier ist halt so viel Gift jetzt. Ja, siehst du, und jetzt ist es halt schon wieder vorbei dann gleich mit sich entgiften. So. Da, der hat eine Fackel. Zünd mir hier die Dings an, bitte. Ja, es geht leider nicht. Meinst du? Nee, es geht nicht. Na gut, dann töte ich ihn. Oh, der hat einen Gegenstand fallen lassen, aber ist runtergefallen mit dem Gegenstand. Nicht cool. Es wird nichts so Besonderes sein. Sonst kannst du dich auch da droppen lassen und wieder die Leiter hochgehen. Versuch springen, ja, aber hier ist auch ohne Brücke. Sprungangriff. Oh, na geil. Hört sich ja toll an. Jetzt könntest du mal einen Stein benutzen. Ja, danke. Ich habe echt Angst. Da ist er hier. Das ist krass, ja. Das ist echt krass. Guck, der Stein hat dich jetzt wieder komplett voll gemacht. Der würde unsere komplette Lebensleiste auffüllen. Ah, hast recht. Weil der Gegner hat dich zwischendurch auch noch getroffen. Boah, nicht noch so einer. Den würde ich irgendwie gerne aus dem Weg gehen, einfach. Oh. Ist er runtergefallen? Nee. Nee, aber wir fast. Und Gift. Oh. Und Gift. Irgendwo ist Gift. Da war gerade der Nebel, ne? Ich muss weg. Wo?
Bin ich hier nicht in der richtigen Richtung? Doch, da ist der Nebel. Oh! Nein! Nein, nicht einfach so überstürzt! Oh! Ist einfach der Nebel? Ja, weg hier. Ich will wissen, was da drin ist. Da war auch noch ein Item in dem Fass, habe ich gesehen, aber... So, der Nebel ist schon mal offen. Und, oh, da bin ich vergiftet und das war's. Mach's gut. Nein. So viel zum Leuchtfeuer, was gleich kommt. Es kommt 100 Pro. 40. Da wird die 4 aufgemacht. Naja. Aber du findest es jetzt cooler, aber quasi beim ersten Versuch die ganzen Items zu verschwenden. Wieso denn verschwenden? Ja, weil die jetzt weg sind. Wir wissen jetzt, wie es weitergeht. Ja, ja, aber das hätte man halt auch genauso durch gut sterben. Rausgefunden. Genau, ja, durch toll. Zweimal sterben. Das ist doch lame. Aber bei verbrauchbaren Items... Stimmt. Guck mal, wenn wir jetzt gleich nochmal viel weiter sind und dann ein scheiß Gift-Item bräuchten und es nicht haben, dann ärgern wir uns richtig hart. Oh Mann, weißt du, was wir noch haben? Wir haben doch dieses Amulett gefunden, was uns entgiftet. Aber nur einmal. Nee, glaube ich nicht. Doch. Glaube ich nicht. Also ich kann es ja mal da hinlegen. Oben rechts. Ganz oben rechts. Stellt halt auch TP wieder her. Ist 100 pro weg dann. Vielleicht nur die Gift-TP. Wer weiß. Hm. Naja, da hast du auf jeden Fall noch eins. Bei welcher Fackel hast du aufgehört? Vor dem Jump, ne? Ach, und hier war schon der Jump. Ja, genau. Ist hier direkt. Dann nehme ich mal wieder eine mit. Ja, auf jeden Fall. Kannst du mal die anderen noch alle anzünden. Nein! Fuck! Das war ein kurzes Vergnügen. Hast du mal wieder die Seelen? Alle wasted. Scheiße, ey. Bist du auch von da oben gesprungen oder eins tiefer? Ich habe irgendwie gerade das Gefühl, das wäre eins tiefer gewesen. Ja, ne? Ja. Aber weiß auch nicht genau. Sah so aus, als hättest du den Jump auch packen können. Ja, ich bin früh abgesprungen und nicht genau an der perfekten Ecke, aber puh. So knapp war es bei dir eben nicht. Du bist ja voll auf der Plattform gelandet. Ja, hast recht. Ja, probier's nochmal. Ja, stimmt, da unten. Ja, man muss eins tiefer. Guck mal, die Ecke, die guckt ein bisschen weiter raus. Ja, oh, hier kann man sich auch ertroppen lassen. Ein ganz Stück guckt die weiter raus. Wie dumm. Oh, ich hab das Feuer wieder nicht mitgenommen. Aber da unten war noch eins, ne? Ja, ja. Hier ist noch eine Fackel. Oh, shit. Wer weiß, jetzt haben wir schon hier alles gegen Gift an und die vergiften uns trotzdem noch mit zweimal. Ich wette, wenn wir das nicht hätten... Nee, wo ist denn die... Ach doch, hier. Wenn wir das nicht hätten, würden die uns 100 pro mit einem Mal vergiften einfach. Tot. Krass. Das war krass, ja. Ja, wir könnten mal wieder eine Menschlichkeit nehmen, oder? Das ist jetzt schon wieder... Also ich würde die Items lieber nicht nochmal... Nein, Quatsch. Ja klar, nimm doch eine Menschlichkeit. Das ist ja außerdem nicht verschwendet. Das reicht wieder, ja, das reicht wieder für 6 Mal sterben. Das war doch nur ein Spaß. So. Das war... Alter, echt. So krass. Da bin ich schon durch diesen Nebel. Vielleicht finden wir ja auch mal wieder jemanden hier, der uns begleitet ein bisschen. Stimmt. Vor allem so nicht mehr im Level finde ich das noch cooler, als den einfach nur für den Boss zu rufen. Mhm. Pass auf, da sind 3 Stück. Hier sogar. Ja, 3 am Sitzen. Ja. Achtung, da war noch ein Item. Du vergisst irgendwie immer. Vielleicht ist es ja mal. Nee, wieder ein Wurfmesser, aber auch cool. Ein giftiges. Die kann man richtig geil einsetzen im PvP. Wenn das Gift jetzt auch noch so abgeht, wie es gerade abgeht, dann setzen wir die auf jeden Fall fürs PvP ein. Was bald hoffentlich mal stattfindet, müssen wir echt mal machen. Ja, der mit der Fackel, der musste voll aufpassen, glaube ich.
Okay, mit Licht ist es echt ein bisschen angenehmer. Auf jeden Fall. Wo waren das jetzt? Hier runter. Runtertrommeln lassen, ja. Als runter, runter, runter und dann wieder hoch, hoch, hoch. Oh, da war das Vieh. Achtung, Schweinebiest. Das ist natürlich ein bisschen krasser als ohne Schild noch. Krass. Ja, guck, das macht diesen mit Move. Mit dem Vorderfuß, ja. Ja, mit dem Vorderfuß. Da muss man echt aufpassen. Also ich würde echt nicht mal zwei Hiebe machen. Vielleicht höchstens einen. Oh, hinter dir sind noch zwei Leute gedroppt. Ne, vor dir sind zwei Leute gedroppt, aber trotzdem. Oh, oh. Alter! Weg! Nein! Das war's. Ja, und an der Stelle würde ich sagen... Ja, machen wir mal ein Folgenbäuschen. Folgenbäuschen. Hier im harten Loch, muss man ja leider sagen. Das es erinnert hart. Sehr an Bleitown aus Dark Souls 1, wer das kennt. Oh ja. Ja. Die auch und vor wer allem. Es kennt, der weiß, es ist das mieseste Level aus dem ganzen Spiel gewesen. Also zumindest so... Das Nervigste. Ja, das Nervigste. Nicht das Schwerste, aber das Nervigste und auf jeden Fall. Und das ist hier schon ähnlich, sogar noch nerviger, finde ich gerade, mit diesem Gift, was weil es auch noch wird. So dunkel ist. Ja. Also ohne die Fackeln kommst du ja auch irgendwie nicht weit. Und oh, naja. Also, in der nächsten Folge geht's hier weiter im Loch und mit Dark Souls 2. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.